42, übernehme Auftrag, Brennerstraße, Pankow, dort Auftrag 02, kommen. Einsatzbefehl für Toni 42. Im Norden der Hauptstadt wird bei Ausschachtungsarbeiten eine 5-Zentner-Bombe, eine jener furchtbaren Überreste des Zweiten Weltkrieges, gefunden. Verantwortungsvoll ist die Arbeit der Angehörigen der deutschen Volkspolizei, die wie hier auch in vielen anderen Situationen das Volkseigentum, Leben und Gut der Bürger sichern und im engen Zusammenwirken mit den Werktätigen die sozialistische Gesetzlichkeit durchsetzen. Hauptmann der Volkspolizei, Erwin Bahr, besichtigt das gefährliche Objekt und gibt Anweisungen zur Evakuierung der Bevölkerung, bevor er den englischen Blindgänger entschärft. Im Präsidium der Volkspolizei Berlin arbeiten nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden die Genossen des Kriminaltechnischen Instituts des Ministeriums des Innern. Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit ist es zu danken, dass kriminellen Elementen schnell und sicher ihr schmutziges Handwerk gelegt wird. In der Trassologie ist das Ergebnis der Untersuchung häufig mit unermüdlicher Kleinarbeit verbunden. Diese an verschiedenen Orten und am Fahrzeug aufgefundenen Glassplitter waren der unumstößliche Beweis für die Täterschaft eines flüchtigen Verkehrsraudis. Zum 25. Jahrestag der Gründung der deutschen Volkspolizei sagte uns der Stellvertreter des Ministers des Innern und Chef der deutschen Volkspolizei, Generalleutnant Seifert. Man kann die Entwicklung dieser neuen antifaschistischen Polizei nur im Zusammenhang sehen mit der Gesamtentwicklung nach 1945. Das äußere Bild dieser damaligen Zeit war gekennzeichnet durch die Folgen des verheerenden faschistischen Krieges. Deshalb hat unsere Partei von Anfang an darauf orientiert, mit energischen, zielgerichteten Maßnahmen die öffentliche Ordnung und Sicherheit herzustellen. Das war schließlich und endlich die Aufgabe der deutschen Volkspolizei. Besonderen Anteil an dieser Entwicklung, der Hilfe und der Unterstützung, gaben uns damals die sowjetischen Genossen. Mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik und dem beginnenden Aufbau des Sozialismus auf deutschem Boden erwuchsen das souveräne Recht und die Pflicht, die Errungenschaften und das friedliche Aufbauwerk des Volkes mit allen erforderlichen Mitteln zu schützen. Es kam besonders darauf an, die Staatsmacht der Arbeiter und Bauern, die erfolgreich die Funktion der Diktatur des Proletariats ausübte, zum Hauptinstrument bei der Errichtung der Grundlagen des Sozialismus aufzubauen und den Sieg der sozialistischen Gesellschaft sichern zu helfen. Das 25-jährige Bestehen der deutschen Volkspolizei zeigt, dass sie getreu ihres Verfassungsauftrages fähig und in der Lage ist, die von Partei und Regierung gestellten Aufgaben zuverlässig zu erfüllen. Der schönste Dank neben Blumen zum Ehrentag ist für Sie, wenn alle Armeekraftfahrer ihren Zeichen Folge leisten und unfallfrei fahren. Musik